Moin Moin und willkommen zur siebten Episode meines Java Tutorials. In dieser Episode geht es vor allem um Byte, Short, Int und Long. Zunächst einmal kümmern wir uns um die Übungen aus der letzten Episode. Und ja, fangen wir an. Übung 1 wäre: Erstelle eine neue Boolean-Variable mit einem beliebigen Namen und initialisiere diese Variable mit dem Wert True. Optional gebe diese Variable in der Konsole aus. Gut, wie machen wir das? Zunächst einmal brauchen wir natürlich den Datentyp. Datentyp ist jetzt bei uns Boolean. Also schreiben wir das hin. So, jetzt brauchen wir noch einen variablen Namen, das nenne ich einfach Test Boolean. Das wäre die Deklaration, aber wir wollen das auch direkt initialisieren, alles in einer Zeile. Deswegen schreiben wir hier gleich und einen True. So, damit wäre eine neue Variable erstellt und direkt auch initialisiert, so wie in der Aufgabe oder in der Übung gefragt worden ist. Und jetzt können wir das auch direkt auch nochmal ausgeben. Test Boolean. Hat den Wert. Was haben wir da? Test Boolean. Zack, zack. So. Wie ich in letzter Folge auch gesagt habe, guckt euch sowas hier an. Und das ist einfach nur analog, nur ein bisschen Text verändern. Und hier eine andere Variable reinsetzen. Diesen Befehl kennt ihr ja mittlerweile, es gibt einfach nur Sachen in der Konsole aus erstmal. Gut, das kann man jetzt hier ausführen. Tada, und siehe da, neue Zeile hinzugekommen. Test Boolean hat den Wert True. So, das wäre die Übung 1. Kommen wir zu Übung 2. Übung 2, erstelle zwei neue Char-Variablen und initialisiere die Variable mit beliebigen Zeichen. Ich habe euch ja vorgeschlagen, dass ihr das mit euren Initialen einfach macht. Und optional gebe diese Variable in der Konsole aus. Gut, dann erstellen wir das. Wir brauchen wieder einen Datentyp. Datentyp ist Char. Und sagen wir mal Initiale 1. Initiale Vorname. Ist gleich Hochkommata, sagen wir A für Alex und dann kommen wir noch Char Initiale Nachname gleich Hochkommata S. So, das wär's und dann analog zu den anderen System.out.println und dann hier Initiale Vorname hat den Wert und anhängen mit dem Plus Initiale Vorname auswählen, zack, Semikolon, Zeile beenden, dann System out Printline Initiale Nachname hat den Wert. Anhängen mit dem Plus, der kennt das ja schon. Initiale Nachname. So, damit wäre jetzt auch die zweite Übung fertig. Und man sieht da, man hat einmal hier sind zwei neue Zeilen hinzugekommen. Initiale Vorname hat den Wert A, so wie hier angegeben, und Initiale Nachname hat den Wert S, wie hier oben angegeben. Gut, das wäre dann sozusagen die Übung gewesen. Hier hättet ihr auch andere Namen und Zeichen alles verwenden können. Das sind sozusagen nur Platzhalter, ne? Variable Namen sind einfach nur Platzhalter. Gut, kommen wir jetzt zu unseren Byte, Short, End und Long. Zunächst einmal müsst ihr hier das Package erstellen. Wie gesagt, hier Rechtsklick New Package, dann Episode 7 eingeben und Enter. Und hier New Java Class und dann den Namen einfach Byte, Short, End und Long eingeben. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr euch das jetzt einmal mal abschreiben. Hier. Byte, Short und Dingens. Hier ist das ja schon erstellt. Dann guckt ihr einfach in der Beschreibung auf den Link. Entweder kopiert euch das alles raus oder ihr schreibt es euch einmal besser. Am besten schreibt das ab. Ja, ist immer gut. Schreibt das lieber ab. Gut, kommen wir jetzt zu den einzelnen Datentypen. Einmal Byte. Byte ist der kleinste Integerwert. Ist nur 8 Bit groß. Ist ein Zweierkomplement Integerwert. Verbraucht 1 Byte im RAM.
Der Wertebereich ist von 100, minus 128 bis 127. Was dieses Zweierkomplement ist, habt ihr das wahrscheinlich schon durchgelesen, oder falls noch nicht, dann lest es euch durch, dann versteht ihr vielleicht etwas mehr darüber. Ja, Bytes werden selten benutzt, beziehungsweise ich benutze sie selten, aber man kann es benutzen, zum Beispiel um Speicherplatz in großen Arrays zu sparen oder bei Anwendungen zu verwenden, wo man auf jeden Fall ja, Speicherplatz sparen muss, wie auf mobilen Geräten zum Beispiel. Ja, je nachdem, auf was für ein System das Programm läuft, entscheidet man sich dann ja, nach der, ja, nach, je nach Umgebungsverhältnissen. Gut, hier habe ich zwei Variablen schnell erstellt. Hier hinten habe ich eine Möglichkeit angegeben, wie man an diesen maximalen und minimalen Wert rankommt. Wenn man die Klasse, die Java-Klasse selbst aufruft vom Byte, wo das Ganze definiert ist und so weiter, dort kann man diese, ja, die kleinsten Wert mit Min-Value aufrufen mit diesem Punktoperator. Aber zu den Operatoren komme ich dann später. Das ist jetzt nur so hier, um zu zeigen, wie man dann die minimalen und die maximalen Werte von den Datentypen kommt, zumindest von den Integer-Datentypen. Und dann habe ich das hier analog zu anderen Episoden auch einfach mal ausgegeben und beziehungsweise auch hier einfach benutzt, damit das hier wieder weiß wird. Gut, das ist zu Byte, die kleinste Integer-Wert. So, der zweitgrößte Integer-Wert ist Short. Das ist jetzt vom Speicherplatz her gesehen doppelt so groß, 16-Bit, auch ein Zweierkomplement-Integer-Wert. 2 Byte im RAM. Wertebereich sieht man hier schon deutlich größer, von minus 32.768 bis 32.767. Ja, analog zu Byte verwendet man ja, meistens, um Speicherplatz zu sparen. Also ich verwende das ganz normal eigentlich nie. Ich glaube, auf den aktuellen Handys muss man auch nicht dermaßen hier mit Short und Byte arbeiten. Da kommt man auch mit Ints und Doubles und alles aus. Also da hatte ich noch keine Probleme mit. Hier wieder hat auch Short diese Möglichkeit, an die maximale und die minimale Werte zu kommen. Ja, wir werden sowieso wahrscheinlich die meiste Zeit Int verwenden. Hier einmal Int ist dann wieder, wie man sich das angucken kann, 32-Bit groß, also doppelt so groß wie Short. Auch Zweierkomplement, ein Integer-Wert und ist jetzt 4 Byte im RAM. Ja, Wertebereich ist von minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1. Gutes und gerade sogar ein ziemlich aktuelles Beispiel für so ein ja, Integer-Wert sind die YouTube-Views-Zähler. Der berühmteste Beispiel oder das berühmteste Beispiel wäre jetzt das Gun Game oder Open Gangnam Style Video, wo es mittlerweile so viel Views gab, dass ein 32-Bit-Integer-Wert nicht mehr ausgereicht hat. Wenn man sich das anguckt, dann hat er mehr als diese Views und da gab es, glaube ich, so einen kleinen Crash oder sowas. Auf jeden Fall wurde also bei dem Video bei YouTube nun das Ganze von 32-Bit auf 64-Bit abgedatet. Und ja, jetzt ist da, glaube ich, der Long-Wert sozusagen. Dort wird jetzt 64-Bit auf jeden Fall verwendet. Gut, hier gibt es natürlich auch wieder Min und Value, also Min-Value und Max-Value, ne, maximale und minimale Werte. Wir werden wahrscheinlich echt die meiste Zeit mit den Ints arbeiten, falls, also in den nächsten Beispielen irgendwas, mal schauen. So, ich führe das einmal aus, damit ich das Ganze gleich hochziehen kann. So, runterscrollen kann. So, wunderbar. So, jetzt gibt es hier noch Long, den großen Integer-Wert, also ganzzahligen größten Wert. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, mal kurz ausführen, dann sieht man, dass es um einiges größer ist als so ein Int-Wert. Und ja, so viel Views können jetzt bei YouTube angezeigt werden, theoretisch. Gut. Ja, Übungen habe ich jetzt vergessen hier einzutragen. Aber
Ihr könnt euch analog zu dem letzten oder zu der letzten Episode einfach mal legt euch von jedem Datentyp von Short, Byte, Int und Long neue Variablen an und lasst sie einfach in der Konsole ausgeben. Gut, ich glaube, das reicht soweit zu diesen Integer-Werten. Ja, dann denke ich mal, war es das erstmal. Für Fragen oder Anmerkungen, Kritik einfach im Forum besuchen und dort ein Thread erstellen oder unter das Video direkt posten. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.